Was hast du da gerade umgetreten? Kein. Oh Gott! Oh Gott! Excuse me? 2022. Gut. Halt's Maul. It's good! Sass. Hallo. Keiner da. Fuck. Irrsinn. Geil. Eis. Bulat. Penis? Rein. Watt. Töte mit Öl. Also, Schmutz. Adler. Lappen. Aha. Lo. Oh! Was hat's gemacht? Mach die Double. Schön. Kann man dahinter filmen? Uwu. Ja, gut. Leck mich am Arsch. Lautst du. Ich hab 17, Motherfucker. Popo gemacht. Wow! Kann. Spaß, viel Spaß! Dieses Foto. Ente. My anus. Was? Der Fuck! Schnauzer! Flash! Wild! Und ich würde sagen, Spaß ab. Ich hab auch gedacht, Kratos hat jetzt noch keinen Bock mehr. Hey, los, 3, 2, 1. Und nochmal in die Flasche, wie spät das ist. Die Uhr sagt, Zeit, ein neues Video zu gucken. Sehr gut. Wir, Pilzmeet, werden jetzt uns in den nächsten, ich sag mal, 60 Minuten blamieren, damit ihr euch besser fühlt. Bist du bereit? Let's go, ich bin bereit! Was geht ab, ihr ganz Schnittchen? Willkommen zurück zu Rackfest. Cut. Reset. Rackfest! 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 Kannst du Rechtslenker? Geil, mein Rack! Stopp! Kabel hängt fest! Kabel hängt fest! Hallo. Es wird wieder Zeit für realer Irrsinn! Und es wird wieder Zeit für Idioten auf der Arbeit. Was sind wir? Total Idiots and fucking Work! Was geht ab, ihr geilen Bitches? Was geht ab, ihr geilen Geringverdiener da draußen? Irgendwer ist das schon mal. Tschüss! Oh, schön, ich auch! Ich seh den Punkt, ihr Geringverdiener! Moin, ihr geilen Schnittchen! Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? What up, Kant? Dali! Ohio! Oh, hallo! Willkommen zu einer neuen Ausgabe! Sass! Paragraph 17, Motherfucker, bist du da? Alter, Christian, was machen wir mit dir? Ich weiß. You. Ja, wo bin ich? Finally away. Ich hab dich. Ja, Peter ist heute Abend nicht dabei, weil Peter ist ja im Urlaub. Die Pizmeet ist nur noch zu viert. Das heißt, ab sofort nur noch 98% Stärke. Ja, funktioniert gut. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ausgezeichnet. Mit Vegas, unterwegs hier. Telefon! Jonathan Apelt. Hier spricht Jonathan. Masaf, kennst du eigentlich die Nosferatu-Spinne? Ja. Ja, weil die gibt's jetzt in Berlin, ne? Ja. Gesorgt, kommt immer zuerst nach. Darf ich dich dann. Ich verkünde feierlich, ich habe erfolgreich Pupu gemacht. Ich war live davon. Na, ich glaube, das wäre eine eigene. Genau, ich glaube nicht, dass du davon eine eigene hast. Also, das heißt, sehr cool. Tu es! Just punch in where you want to go, and the navigator gives you turn-by-turn audible instructions. Bisschen noch gut. Oh, das ist ein Schwanz. Ich komme gerade richtig gut voran.
Ist das hier? Nein! Nein! Boah, ich hab das. Genau das ist mir auch. Nee, das ist mir nicht passiert. Was ist das denn? Ich bin durch. Was ist denn jetzt? Achso, das ist jetzt Out of Bounds, ja? Hab ich einen. Problem. Ich hab keine Ahnung. Ich hab den einfach fallen gelassen! Das hat gescheppert. Oder möchtest du kurz einmal dahinter filmen? Da ist keiner. Oder doch? Hier sind die Duschen? Ne, wir gehen zurück. Ich hab jetzt Angst, dass ich nachher so einen peinlichen Moment habe wie Bram. Jetzt trau ich mich mal und gehe da mal nicht da nochmal hinter. Wir haben heute die Keinen Kicken und Button Challenge. Fuck you! Kick dich. Ach ja, stimmt. Nein, 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 wir schaffen die Challenge, wir schaffen die Challenge. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oua takumi de kizemu. Das ist ja das Schlimme. Das ist wie Unkraut, das vergeht einfach nicht. Da werden die ganze Tür auf und zu gemacht. Oh Gott! Lass doch gerne ein Like da. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Ich dachte, Alter. Ich habe gerade ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich meinen eigenen Wurm da unten abfangen soll. So, ja. Wow, nee. Ey, das Wasser trifft mich jetzt aber nicht da oben, oder? Okay, das wäre mega nice. Kommst du nicht! Nein. Der eine Tropfen. Das ist doch jetzt voll scheiße. Mensch, das wird ja eine schwierige Nummer hier. So, du hast natürlich deinen sechsten Schlag. Ich habe jetzt auch meinen sechsten. Und ich drück mal X. Oh. Alter. Fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel! Wo bist du? Ich bin natürlich rübergeflogen, weil ich ja... Wie auf Sieg. Okay, wie spielt man auf Sieg? Er wird mich töten, aber dann ist seine Insel zu klein. Dann braucht Bram einfach nur noch warten. Okay, du wolltest auf Bram gehen. Auf Sieg! Bram, das war Seilchen springen. Oh mein Gott. Was? Was? Alter, die Igel! Was da gerade passiert ist? Was war das denn? Ich hab die Fahne getroffen und dann ist der noch reingebaut. Holy shit. Vielleicht bringst du mir ja Glück. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Ass. Im Sprung. Alter, fuck you. Naja, aber auch lang. Oh, der Double Kill, das wert! Nice. Oh mein Gott, Bram, Alter! Du King, Junge! Noch, mach das Ace! Noch. Oh shit! Oh shit! Oh shit, Junge! Die goldene Emma 2022 in der Kategorie der beste Skill. Geht an Dennis Brammen für sein Ace. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, ich feiere es so sehr, wie du uns unter Kontrolle hast. Das funktioniert sehr gut. So, halt's Maul, Jay. Also, 50 Fragen heute. Der Palpatine, ihr steht vorher in Klammern schief. Ich hatte kurz überlegt, Sie Bibble zu sagen, aber naja. Wer ist denn schief? Ja, der wie Chief, Palpatine? Der Chief. Nein, nicht der Chief. War nicht überhaupt so. Warum hast du eine Maske auf? Warum habe ich diese blöde Maske noch auf? Ich bin so gespannt, wie das die anderen finden, ne? Bram findet das mega geil. Okay, ich sag so wie das. Das Spiel ist voll scheiße. Ihr habt noch 3 Minuten auf der Uhr. Leck mich am Arsch. Und? Ja! Hey, worüber freust du dich, Jay? Zwei, drei. Bisschen klingeln. Doch jeder weiß, der Fahrradbote des Todes ist wieder unterwegs. Ring, ring! Ring, ring! Der Sieg liefert Dienst! Ups. Das ist Strecke. Oh, ich hab einen Hund überfahren! Okay, Schlag 6 war deprimierend. Er ist da auf irgendeiner Autobahn. Christian, fuck, ich bin fest. Ich hab. Oh, 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 oh
den Peter hinterher ich gefahren. Peter hat mich gekillt, ey. Aufklicken und gucken, was passiert. Das finde ich ganz nice. Die Blockade der Räder oh, hat sich aber hart blockiert. Großer Fehler hier von Albon. Ist natürlich bitter. Das war verbremst, mein Freund. Durchziehen. Oh, jawohl. Einfach voll durchziehen. Jawohl. Oh, no, what the fucking hell, Alter. Du bist auch Stuntmaster 50, ey. Totes Fleisch steht hinten Seite drauf. Ich hab die falsche Seite dir ausgesucht. Ich sehe das schon gerade. Oh, ich fahr hier oben. Ich fahr so weit oben, wie geht. Und dann wird ab. Boah, nee, das war der Schaden. Das hast du nicht überlebt. Dann hab ich 82 HP Schaden. Oh Peter. Gott. Ein HP noch. Ich bin tot. Magic. Yes! Den überhole ich noch, diesen. Nein, Sebastian! Geil! Du Fickerich! Deiner Mutter! Neues Spielspaß again! Du bist so ein Arschkeks! Und Ede ist auf der 10! Ede ist auf der 10! So nämlich! So ein Brett. Ede wird von einem Bot gesteuert, ja, okay. Das Lenkrad ist abfahrt. Ich muss schon Wasser ganz kurz. Ich habe kein Wasser mehr. Ich glaube, ich dehydriere. Okay, wer hat hier wie viele Punkte geholt? Bitte, was? Nicht mehr. Oh, Kurve, Kurve, Kurve. Kurve! Klippe! Wie Klippe? Ja, richtig Klippe. Ich habe noch voll. Oh, Scheiße. Oh, mein Gott. Sprungfärbung an der Häuserwand habe ich nicht gefunden. Das finde ich echt wild. Dachte halt, die gibt's halt recht häufig. Naja, Zeit ist rum. It's unfortunate. Wie würde das Symbol für einen Pizmeet Völkerball Invitational aussehen? Ich glaube, der Pizmeet Controller, der irgendwem im Gesicht trifft, derjenige hat dann irgendwie Blut an der Nase und liegt auf dem Boden und ist ohnmächtig oder so. Was? Sehe, glaube ich, fett aus. Und er nimmt ihn mit. Ach, Happy. Ja! Ja. Das Video finde ich immer geil. Egal, was auf diesem Bildschirm läuft. Das war jetzt nicht die geilste Karre, die ich jetzt habe. Lol, Bram. Ey, das Problem super, ist, ich hoffe nicht, dass irgendeiner hab ich nicht so lange zum Einsteigen gebraucht, weil du die Tür abgefahren hast. Selbst ist auch nicht unbesiegbar, glaube ich, oder? Hat auch meiner ist unbesiegbar. And we give it back to you. The people. Die am ehesten jetzt Action verursachen könnten, wären Jules und Wenn er ist. Oh Gott, ich bin geflasht. Okay, der erste hat die Shotgun fallen lassen, der zweite fehlt noch. Ja! Aua, okay. Rechts! Rechts, rechts, rechts! Oh, fuck. Töte ihn! Er hat mich getötet! Was? Ist er down? Sepp ist down, ja. Ist da überhaupt das Jahr 1917? Schauen wir mal nach. Oh. Schwierig. Muss die Runde jetzt hier schnell zu Ende machen, weil der DRL-Express-Paketbote jetzt hochkommt. Nice. Deswegen muss ich mal kurz die Kills. Nice! What the fuck? Ach, jetzt? Hey! Du hast Peter getötet? Das war so nicht geplant. Ach, ich bin mir nicht sicher, wer der Rentner ist, ey. Der war Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Jonathan hat sich irgendwie ein paar Mal umentschieden und hat sich gedacht. Ne? Oh ja, die sind im Tunnel. Bram sagt, da liegen zwei Waffen. Er schießt euch gegenseitig. Wer gewinnt, der gewinnt. Ich hab keine Ammo. Geh ich lieber, Ammo. Okay. Ich hab keine Ammo, war halt super geil. Die richtige Antwort ist 1996. Yeah. wie kann man denn bitte 96 tippen? Was für Lappen tippen wir? Also. Friendly Fire! Boah, ich hab ne Idee. Was kommt denn jetzt? And beyond! What? Ey, Chef, wo gehen wir hin? Ja, wieder da rein. Jo, wo die ganze Zeit Artillerie runterkommt. Let's go. Ich spawne. Bin da. Weg hier.
nochmal Artillerie. Ich bin wieder schon tot. Liebe Leute, bitte einmal Nils hochleben lassen. Hochheben, man macht ich bin maximal hyped, meine Blase maximal voll. Blumen für ihn, was auch immer. Ja, Geschenke, fick Pralinen. Dich, Nils! Okay. Irgendwas hasst mich. Ich hoffe, ich sterbe nicht. I should have said that. I should not have said that. Na was? Die sind was? Drew, hast du gerade deine Waffe weggeworfen? Ja. Nein, Jonathan, Junge! Warum denn, Jay? Halt auf mich, während der hier, der während ich hier meine Waffe an, suche. Den du gerade gekillt hast. Ich suche mir meine Waffe. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Wir uns voll gemacht mal, haben, alles klar. Noch ein bisschen zu komplizieren. Der Chat sagt, die Waffe kannst du gar nicht wegwerfen. Club mal eins. Ach so. Alter. Ja, aber bei Sinn, der hat eine andere Waffe angenommen. Intelligenz 1. Helikopter, Helikopter! Oh, fuck. Aha! Richtung Osten. Oh mein Gott. Und Bram hat jetzt einen Check. Lol, er kommt da! Töt ihn, Bram! Ein Stückchen links. Maverick! Ja, ich seh, alles gut. Mir brauchst du gerade keine... Alter, explodiert ja alles! Alter, Pimmel! Ja. Ja! Guck mal hier, meinst du, damit kann ich Peter foppen? Stimmt. Kriegsbeil. Boah, Alter, die Polizist war ja richtig Action hier. Nee, wie gesagt, Craig Sanchez. Wait till you see the... No. What? Ich mach hier keine Witze, Fräulein. Auch wenn dein Personalausweis aussieht wie von einer Frau und das safe nicht du bist, aber irgendwie wird das nicht anerkannt. Wir machen heute wieder die Stadt sicherer. Ich bin sicherer. What the fuck? Notlichter, Straßenabsperrungen und Pylonen. Ja, wären da drin. Peter, das Ding ist leer. Fuck. You can't scare me with this Gestapo crap. Der Spion und die Badewanne, Huckepack, Saunatest, das gibt mir überhaupt gar keine Hinweise. Und da war. Alter Bram. Machen wir das nochmal? Was ich selber. Nein. Wie klatsche ich denn die jetzt? Ja, gute Frage. Da einfach durchgehen damit recht. Wie waren eure Reaktionen zum Tod der Queen? Jo, die Queen ist down. Jo, geil. Diese alte Frau ist jetzt tot. Niest du gerade? Er stirbt. So, dann 3, 2, 1. Ho, 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 frohe Weihnachten. Oh, wer ist das hier? Hallo, Bitch. Weihnachtsmann Nummer 3 würde ich gerne bitten. Unnötig. Hat. Oh, das ist anstrengend. Echt? Ja. Bitte, darf ich nicht hier hin? Das tut mir leid, dass ich nicht hier hingehen darf, aber ich... Nein! Ich bin rausgegangen. Nee. Ich bin wieder da. Okay. Dann go. Was bin ich? Hä? Ich bin nicht da. Ey, Junge! Ich bin noch da. Nicht. Hä? Ja, aber... Ja, nein, ich bin nicht da. Was denn jetzt? Ja, ich bin nicht da. Ja, wir gehen raus. Aber ich bin oben da. Pack my life in two pieces. This is my last resort. Einer ist bei mir. Oh mein Gott. Also du kannst vielleicht hier verteidigen, Peter, dass die auf jeden Fall nicht auf B gehen. Ja. Und ich gehe zur Tür. Den hab ich nicht gesehen, der ist hinter dem Stein auf Land. Flash, aber das... Sorry. Alter. Okay, die Flash auf uns. Links, stopp. Geradeaus. Nein! Ja, du bist eine fette Biatchbisse. Excuse me? Peter, du fährst falsch, du Idiot! Ey, wer ist mir da hinterhergefahren? Mann, jetzt hab ich mich so verfahren! Jay hängt da immer. Irgendwo croucht hier was? Fuck my life. Aufnahme ist gecrashed. Tarkov ist gecrashed. Ich weiß nicht, ob ich rejoinen kann, um ehrlich zu sein. Ja, weil dann bin ich halt einfach tot. Das kann halt auch passieren. Auf meiner Abby. No! No, that's not it. What else can we be forgetting? Kevin! Do you hear me? I'm not afraid anymore! Weg die Sau.
We'll call as soon as we land, Kate. I'm sure everything's okay. Kevin hatte leider einen kleinen Unfall. Jetzt noch mal. Ah, nee, das hast du da hingelegt. Ich dachte gerade schon. Du hast noch so ein Painting da. Da ist er! Attacke! Ja, kann mich mal einer bitte skippen? Schießen! Okay, das ist so lächerlich. Nicht. Schade. Das ist so lächerlich. Aber jetzt hast du die Chance auf die letzte Orangen. Ah, ich hab drei Grundstücke. Alter! Strahlt heller als meine Zukunft. Okay. Ey, Sip, könntest du noch ein kleines Stück von dir aus nach rechts gehen? Jawohl, bei mir sind jetzt auch so ein Andis Oberkörper mehr und Sip als Unterkörper. Oh, ich bin da untrennt. Look, up in the sky, it's a bird! Hubschrauber. It's Superman! Christian! Hallo. Kann ich dir mal einen vorlesen, der hier auf der Wand steht? Ja, Christian, schließ mal ein. Hört man mich? Ja. Pass auf. Je länger ich diesen Namen mache, desto mehr Platz verbrauche ich auf der Wall of Fame. Damit wir die Spende ja immer effizienter in Bezug auf Euro pro Quadratmeter. Ist hier überhaupt ein Zeichenlimit? Oder kann ich hier noch eine Oper schreiben? Okay, es gibt ein Limit. Oh mein Gott, ist das gut, Alter. Das ist ja insane gut. Kalt einfach rausgegangen. Bleibt mal bei dem... 100.000 geschafft! Es hat 3 Minuten gedauert. Was soll das denn? Alter, Pelletheizung! Was hat der gesagt? Pelletheizung! Paragraf 114 sagt, das ist erlaubt. Ist erlaubt? Ja. Da kommt nichts raus. Raus. Noch besser! 93 Minuten. Ich geh all in. Dann mach's. Weil ich kann eh nicht mehr mitspielen. Natürlich, dafür du einen Chips noch hast. 1004. Ja, aber dann bin ich ja instant all in bei der nächsten Frage. Oh, Peter! Peter, ich hab. Peter geht mit rein! Ich bin, hab ich das Gefühl. Wir sind echt best auf Spuren, möchte ich nur sagen. Ja. So abgehauen? Oh mein Gott! Peter, was hast du denn für Gruppen? Lol. Peter ist weg. Als du mich da gekillt hast, wo ich vor dir weggerannt bin, du hättest einfach über den Roller. Einfach in dem Rollator. Scheiße. Ich dachte, vielleicht checkt das nicht. Nein! Ich hau jetzt hier. Oh, lol. Nein! Lol. Nein! Lol. Zieht die Tür hinter dir zu. Das kann doch nicht wahr sein! Was ist das für ein Weg? Wie kommt der da rein? Nein! Hier mit dem Scheiß, ey. Gut, dann nehmen wir noch Peter, aber... Ja, ich habe auch Luca. Christian hat zwar... Also Christian hat einfach die superschweren Fragen bekommen und Luca soll mal schneiden gehen. Du liegst eine Woche flach. Dann kommst wieder zu dem Format. Pünktlich um 10 Uhr auf TS dafür, dass dein Chef dir sagt, der soll mal schneiden gehen. Komm bei Pizza wieder. Ich muss das ja auch noch schneiden. Luca, du bist der Dümmste und darfst dich jetzt hier verpisseln. Tschüss! Denn ich kann euch dann auch einfach mal den besten Witz 2022 im Vorhinein zeigen. Für diesen spitzen Witz kriegst du eine Standing Ovation von mir. Komm zu mir in den Schrank! Smeargold dann auch eine Beleidigung? Oh nein, oh nein, nein. Nee, würde ich nicht. Hä? Fußspuren? Das kann nur Jules sein, soweit wie der nach oben ist. Lol. Okay. Dann setzt er einfach unter mich durch! Couchgemüse! Lass mich los! Peter, dann hast du nicht mehr so viel HP, ja? Nee, lass mich los! So viel wie du. Alter, du hast ja voll den Tank. Alter, das ist richtig, aber der heißt.
Maya, Honey ist die Beste der Welt und ich könnte mir keine bessere Frau vorstellen. Ihr könnt nur hoffen, jemals von ihrem Antlitz beglückt zu werden. Honey lebt in jedem von euch ein bisschen und gibt eurem Leben einen Sinn. Ihr dürft eine Person eurer Wahl nach Hause zum Essen einladen, die auch garantiert kommt. Wer wäre das dann und was würdet ihr für diese Person kochen? Ich glaube, ich würde Gordon Ramsay einladen. What are you? An idiot sandwich. Mein Sohn, wir müssen mal mit Bienchen und Blümchen reden. Wir teilen uns ja das Blut. Ne? Da können wir uns auch das Sperma teilen. Die kleinen Wichser, ey. Fuck you! You're gonna backstab him with a ballista. Aha. Das war die Geil. Holy shit, Alter. Gesehen. With a fucking siege weapon? LOL! Aha. Freunde, wie jetzt anders sein sollen, es ist natürlich Feueralarm. Paul ist gerade erst nach Hause gekommen. Ich gehe mal von einem Fake aus, aber ja, wobei wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste. Digga, weil das erste Mal so schön war, war jetzt gerade nochmal Feueralarm. Ich versuche jetzt mal zu schlafen. Wir, die kommen hier morgen um 9 Uhr rein und wollen das Zimmer sauber machen. 1 minute later. Digga, ich will doch nur schlafen. Was tot ist, kann niemals sterben. Was tot ist, kann niemals sterben. Ja! 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 Ich dachte schon, der hält nie sein Maul. Ich hab da ein bisschen Wurst dabei. Ich wollte mal fragen, ob ich die in dein Fach packen kann. Ich wüsste da schon, wir könnten hinter die Kirche, da ist so ein großer Busch. Und da könnte ich dir mal eben meine Wurstfabrik zeigen, wenn du möchtest. Der ist schon ziemlich abgehangen, aber immer noch sehr leistungsfähig. Hure! Ey! Ich weiß, du bist meine Schwester, aber ich würde wahnsinnig gern mal mit dir bumsen! Rein da! Aber würdest du ja sagen? Ich finde, du bist ein fettes Arschloch, aber deine Frau finde ich ganz nice. Es kann nicht mehr mit der ausgehen. Oh. Mit der Mütze untermauert ja, das einfach. Ja. Das Aussehen, was da. Chewie. We're home. I've been looking for German Monster Cocky. What kind of act are you gonna do for us tonight? Griechischer Wein! Ihr kommt nicht vorbei! Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben Fennekes gemacht. Ja, meine Familie ist weird. Die Minen von Mösia! Sprich Freund und tritt ein. Ja, tritt dein Freund. Deswegen bin ich wieder zu meinem Lieblingsautomaten gegangen im Hotel, der bietet nämlich Brühe an. Geil. Und dann habe ich mir Brühe gezogen aus dem Automaten. Einfach eine Brühe aus dem Automaten gezogen und wie bist du an heißes Wasser gekommen? Da kommt nur dann Pulver raus. So in die Hand einfach. Selbstbewusst und einzigartig. Perfekt in Szene gesetzt von Braun. Heute wird es verrückt. Andi hat mal wieder gewütet und uns irgendwelche Zutaten vorgegeben. Hotdog and French fries on a stick. Cover it and let it sit until double size und eine Stunde warten. Nice to meet you erstmal. Oh oh. Und ich war nie wieder gesehen. Und Schritt 1 ist meine Lieblingsaufgabe. Hi. Also wir haben schon viel Kacke gemacht, aber das übersteigt das wirklich auf einem anderen Level. Oh shit, ich werde angerufen. Ah, Hilfe, Stopp, Abbruch. So, jetzt versuchen wir das, ohne was zu verschütten, hier reinzulassen. Okay, das funktioniert. Ah! Aber so langsam wird's besser. Haha, hast du dir so gedacht? Damn, it feels good to be a gangster. Leute, mit der Hefe passiert was. Ja, guck mal. Pass auf, warte. Was passiert denn? Passiert da eigentlich was? Achtung, es passiert was! Wir müssen aufpassen mit den Messern. Vielleicht sollte ich das nicht einfach mit meinen Fingern machen. Aber gleichzeitig bin ich mir gerade zu voll, eine Alternative zu überlegen. Oh Gott, Mama! Okay, Freunde der Sonne. Wenn ihr versuchen wollt, das nachzukochen, macht mal lieber was anderes. Ich dachte, du machst heute die Küche sauber. No.
Freunde, das ist mein Hotdog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mhm. Ich würde sagen, den Roboter hat den Gürtel weggesperrt. Keine Stay Ahnung. Sie weg, die Schlampe! Von Räuber und Schadam, heute machen wir die Dippen-Challenge. Oh, nein! Nein, Wasser! Ich hab mich teleportiert. Mein Vater nie mit der Pfanne geschlagen, sondern nur mit dem Knüppel. Wie steht ihr zum Thema Faschismus? Adolf Hitler. Da müssen wir nicht springen, hier, die Geste ist es. Flieht ihr Narren! Es ist so schlimm, ich hab gerade einfach, als hätte ich ne Holzblatt vorm Kopf. Okay. Wie viel Cooldown hast du auf deinem... Ich bin selbst erschossen worden. Wieso kann ich dich nicht medicen? Ich bin doch Medic! Sepp, was ist los? Also ich kann da jetzt okay, spawnen. Okay, ich hab direkt wieder ein Headshot gekriegt. Ja. Punkt gefahren. Warte, du hast beim Spawn hast du wieder... What the fuck? Kann ich einfach jemanden wiederbeleben? Muss doch Medic sein, oder? Dann geht das schneller. Brauchen wir ein Messer? Vielleicht braucht ihr ein Messer. Ja, das ist natürlich wichtig zu wissen, weil ich habe das nicht immer dabei. Moment, ich dachte, ihr habt das Survival Kit immer an der Buchse. Nee, hab ich nicht. Dann nehmen wir alle bitte euer Survival Kit mit in die Grillecke. Alter, keine Frage. Ist hier jetzt nicht Ich brauche ein Survival Kit da. Hol dir ein Survival Kit. Und, kleiner Fun Fact, der liebe Bram hat gerade sein Survival Kit gesucht. Ich hab's gefunden. Wir sind die Pfadfinder und finden Pfade. Jay, ja. Kannst du mal kommen? Jetzt haben wir einen Lappen, jetzt können wir spielen. Ha! 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 Okay. Ich pfeife. Oh, Jay. Bei sagen, aber... Gut. Hey, da bleib mal stehen. Ja. Fuck you. Entschuldigen Sie? Adler. Hi, Jay. Ah, fuck, da war auch im Weg. Oh! Ich muss swimmen bei die Fiese. Okay. Ich sehe gar nichts. Oh, Gott. Ey, ihr habt doch alle keinen Bock? Ich hab Bock. Der hat Bock! Ich hatte letztens auch wieder so eine kurze Nahtoderfahrung mit dem Auto gehabt. Mir ein Rehfort-Auto gelaufen. Ja, aber nice. Ich hab schnell genug gebremst. Also das war wild. Wild. Miau, miau, ciao. Miau, miau, miau. 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 Du musst doch jeden Tag einmal striegeln und reinigen. Da hätte ich natürlich mitgerechnet. Kannst du das nicht schlachten und dir ein neues kaufen? Ich bitte dich, wir alle gehören in die Lavagne. Ah, hast du Brot? Ich hab Brot. Näschen. Katze. Fuchs? Katze. Ist ja mau. Ah! Wer bist du? Was ist das Gegenteil von Zugvögeln? Der Autofisch! Ich wollte es auch sagen. Ich gebe euch direkt die Klasse. Handelt sich um Säugetier. Oh. Ein Krokodil. Bist du eigentlich völlig Banane in deinem Scheißkopf? Boah, schieb mir, glaube ich, gleich erstmal eine Banane ins Ohr. Dann höre ich die Affen lachen. Go back, I want to be monkey! Tierarten mit exakt einmal Haar. Habicht! Hier steht unten drunter. Habicht hat zwei Haar! Ach, scheiße. Ich wollte erst Hoppelhase sagen, aber ich sag Hoppelkaninchen. Ah, ne, Kaninchenlaunhaar. Das ist auch nicht richtig. Ich bin schon genauso blöd. Genauso blöd bin ich. Hat der Fisch die abgeschossen? Quick question of the rhetorical variety. That's you.
you, right? Kannst du mal bitte die Schnauze halten? Oh, ich weiß mit dem Schlag. Oh, fuck off, ey. Zwei Hits gemacht. Mann! Was sagte Finn, fass mal ins Gesicht, als er sie gefangen nahm? Remember me? FN 287. Du Hurensohn. Ich muss, glaube ich, Escape machen. Scheiße. Muss mich beeilen. Warum? Kannst du die Ante vergessen? Auf Klo, oder was? Ich hab mich verdrückt. Oh, jetzt krieg ich Jace Karten. Wehe, du hast jetzt gute. Ich hab einen Flash. Ich hab einen Flash. Ich hab auch einen Flash. Als ob du mich jemals stören würdest. Hey, du bist meine Ehefrau. Ich wünsche dir noch schöne Halloween. Geil. Boah, ein Ohr hat's versaut. Willkommen in der Ehe. Du nicht wusstest, ob der erste orange wird. Nee, nicht. Was hab ich für verwirrte Sachen gesagt? Ja, ob der noch orange macht. Alter, was passiert denn jetzt denn raus? Du musst jetzt eine Baustelle aufmachen. Was soll ich denn sagen? Gibt's hier? The fuck will ich sehen? Meine Ehefrau ist abgestürzt. Das ist sie, seit die dich geheiratet hat. Ja, das war schon ein Downgrade. Vorher hatte sie doch nichts. Wie kann das ein Downgrade sein? Ja, dann denk mal drüber nach. Was waren die ersten Worte von Leia, welche sie zu Luke sagt? Pimmel. Pimmel selber. Aha. Nee, nicht im Kopf, dann kannst du die Opfer nicht mehr erkennen. Zwei in die Brust und... Genau, zwei in die Brust und den Schwanz weg. So, Bodentreffer. Vorhersehen, wo sie sind. Ein drittes Auge. Bodentreffer! You never shoot a guy in the dick. Everyone knows that. Ah! Oh, immer süß. Moment. So. Das ist halt, wenn so ein Scheit wegfällt, wenn dann der Zeh offen ist, dann... Außerdem kann man sich in so einer Ampel, kann man sich gut mal kurz festhalten und mit der Ampel unterhalten. Ja, leuchtest du auch schon wieder? Ich hab auch die Lampen an. Deine Mutter rammelt mit der Laterne, Alter. Yeah! Hey, lass meine Mutter aus dem Spiel. Oh. Wie findest du das eigentlich, wenn Frauen dieses Uwu und Ara Ara machen? Okay, oder was meinst du jetzt genau? Löst das irgendwann irgendwas in dir aus? Uwu, Uwu, Ara Ara. Okay. Bei mir auch nicht. Flashback. Ara Ara. End of Flashback. Jedes Mal, wenn ihr einen Steifen bekommt, wird ein Sound abgespielt. Welchen würdet ihr nehmen? Geh aufs Ganze, wenn der Song kommt. Level Up von Final Fantasy nehmen. Hello there. Den Song-Sound. Hello there. Okay, weil ich den kleinsten habe. Dann wird jetzt brennen. Okay, das habe ich nicht gesagt. Boom, boom, in deinen Anus rein. Die kommen aber aus dem Nix, kommen die auf einmal an dein Ding dran und dann... Das ist immer unangenehm, ne? Ja, ich finde das auch angenehm, wenn die einfach an dein Ding dran kommen. Wieso ist das unangenehm? Die haben noch keine Zähne und lutschen da dran, also was soll passieren? Ja, das ist wie im Altenheim. Boah, Nina hat mich ausgelacht, als ich mich ausgezogen habe. Alter, die sehen so geil aus einfach nur. Auch untenrum. Vor allem du, dein blödes halbes Wurstbrötchen da, ey. Oh, habt ihr alle kleine Würmchen? Als klein würde ich den jetzt nicht bezeichnen. Oh, scheiße! Oh, Peter hat keinen! Ich hab keinen! Ach, das ist doch Bullshit! So, jetzt habe ich hier meinen wunderschönen Giraffenpenis. Oh, hallo. Shit, ist der groß! Ist sehr viel größer, als ich erwartet habe. Ja, das habe, Ding muss ist ich riesig! Sagen. Holy shit! Ich prophezeie, das ist deutlich enger. Oh, das sieht eng aus, der. Oh, steck ihn rein. Das ist sehr eng hier, aber ab in den Leppi. Oh mein Gott, ist das eng! Ach du Scheiße, wir ficken hier rein! Druck aufrechterhalten, Druck aufrechterhalten. Immer wenn du kannst, knallen, egal was. Knall alles rein. Ja! Oh! Christian! Woo! Hau mich, schlag mich. Gib mir Tiernamen. Gönn mir! Let's go! Oh! Komm, das kannst du krasser. Okay, let's go, weiter. Härter, gib's mir. Oh, der hat gesessen, richtig übel. Okay, komm, das kriegst du normal hin. Oh!
Ich hab's dir doch gegeben. Sei gefälligst glücklich. Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Was fickst du mich denn jetzt hier gerade so? Oh, Bram wird nur alle Löcher selbst ins Ohr gespritzt, ey. Raus und rein, so muss das sein. Oh mein Gott! Hat er mich gefickt? Das kann er nicht! Oh Gott, ich hab mich selbst getroffen. Ich hab mich selbst gefickt. Also in den Aufnahmen werde ich nicht annähernd so hart durchgenommen wie heute. Ich glaube, der kommt noch. Ich spür das. Der kommt! Der kommt! Okay, let's go. Ich komme, Peter. Okay, Jay und ich kommen jetzt. Ich komme! Oh, ich bin gleich da. Ich komme in dein Gesicht, Junge. Oh Mann, das war so... Oh, zu zweit und wir belasten. Oh Gott! Bei Sepp ist halt immer voll ins Gesicht. Alles gleich. Oh nein, oh, fast drüber. Oh, noch 3 Sekunden. Oh Gott, jetzt sofort. Pass auf, jetzt. Schluck jetzt, du Luder. Das schmeckt ja vorzüglich. Jetzt haben wir noch Samen gegeben. Alter, ich werde hier zugeknallt. Falsch, ich hab den Mund voll. War zweimal abgesamt, geil. Diese Runde hat nur 20 Sekunden gedauert. Ich hab Assist. Oh, da kommen ja Geschenke. Habe ich nicht bekommen. War es nicht artig? Nee, kriegt direkt aufs Maul. Das ist ja belastend. Okay, ich bin fertig. Oh, yeah. Jetzt! Boah, 80 Gramm! Was? 80 Gramm? 29 Zentimeter. Was? Nee, 290 Zentimeter. Entschuldigung. Was? Nein! Nee, das habe ich auch erst gedacht. Nee, du solltest nur die Hälfte versehen, alles reingeschüttet, aber du solltest nur die Hälfte von einer bestimmten Sache nehmen. Komm, keine 1. Ey, wenn ich jetzt eine 1, 2, 3, 4, 5... Klatsch schon mal, weil Jay einen drin hat. Ist ja immer noch... Ey, das ist voll gut, wenn ich jetzt 6 würfel. Ich bin ja... Also alles außer einer 1 wäre gut. Ah, gut, das wird jetzt ein guter Zug werden von dir. Ich habe noch eine Pistole. Ich habe einen Zollstock. Mit dem Zollstock. Oh, aber du hast nicht viel Zeit. Ja! Das war echt knapp. Und dann sind wir von da aus noch zur Hotelbar gelaufen. Und diesen Weg, das waren ungefähr 25 Minuten zu Fuß, bin ich mit meinen Socken gelaufen, ohne Schuhe. Die Smash Lunatic heißt die, ist eine Twitch-Streamerin, Franzi heißt die. Die meinte, oh, meine Füße sind so richtig am Arsch, ich kann nicht mehr laufen. Und wir haben kein Taxi bekommen. Und dann habe ich gesagt, kannst ja meine Schuhe nehmen. Oh, hast du dir denn erzählt, dass die jetzt Fußpilz kriegen? Dann hat sie meine Schuhe genommen und ich bin mit scheiß Socken durch fucking Hamburg gelaufen. Gegnertempo. Nee. Tempo wieder nehmen. Klar. Itempreis runter ist gut. Lohnt sich das? Nee. Das lohnt sich? Ah. Eine Rüstung ist vielleicht nicht schlecht. Die kriege ich auch anders hin. Mehr Tempo. Ah, macht minus Glück. Das ist nicht geil. Dann lieber kein Tempo. Jay, und wenn noch? Papa, Dora, Peter. Oh, das bringt mein Herz zum Schmelzen. Oh. Mein Herz schmilzt. Oh, mein Gott. Gibt euch jedes Kind, oder? Irgendeiner hat den anderen geschlagen. Ja. Und jetzt heulen die wieder. Und das ist echt so ein Scheißgeräusch, wenn Kinder weinen, ja? Kinder sind so geil, ey. You serious? Alter, ist das gut, Thomas, Alter. Mein Gott, schrei doch nicht so, als wenn du gerade gefoltert bist in Guantanamo. Das ist echt so ein Scheißgeräusch, wenn Kinder weinen, ja? Boah, Alter, Lukas, halt doch die Fresse, ey. Und ich lehne mich so auf den Platz von Frau Eieruhr drauf, tipp die an und sag zu der, kannst du mal bitte die Schnauze halten? Und daraufhin, hinter mir saß eine Jungsgruppe mit Digger und Waller die ganze Zeit und ich drehe mich um und ich sag zu dem, und du hältst jetzt auch deine Fresse. Und ich war so sauer. Liebe Freunde, hier spricht der Captain, bitte schneidet sich an. Ich sag euch, ich fliege los und eins meiner 8 Triebwerke raucht schon. Der explodiert, der hat doch schon gebrannt. Ich hab auch
Feuer gesehen, aber... Möchtest du Feuer? Oh, meine, ja. Meine Maschine ist aus. Ah, das ist wackelig! Auf zu wackeln! Sepp, kannst du dich mal bitte richtig muten? Den. Bram entscheidet für dich. Okay. Sag, 30 Sekunden hast du Preparing. Oh, Bram hat eine gute Höhe. Oh, der ist aua. Schlecht. Okay, hat er nicht getroffen. Der hat Reifen verloren. Ich habe auch keine Sniper-Peter, aber ich habe was Besseres. Hau auch da rein, dahinter ist noch einer. Kamea, mea! Jules mit am Stüssel. Hallöchen. Und da ist der Fluch ja gebrochen. Okay, Leute, letztes Mal zweiter Platz, heute der erste oder der dritte. Weißt du, so eins da oben, eins da unten, das ist immer okay. Nein. Ich bin noch nicht so ausgerüstet, wo ich sagen würde. Oh mein Gott. Auf das man E drücken muss, um hier hinzukommen, wo ich bin. Oh, komm wieder. Oh. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Mein Himmel. Papa möchte jetzt ein Bild. Papa möchte jetzt ein Bild. Ah! Niesland, ja. A ist Niesland. Oh mein Gott. Geh um die Ecke und krieg einen Headshot-Schuss in, weiß ich nicht wohin, wahrscheinlich Kopf. Master der Linguistik hier. What the fuck? Was macht denn das Flugzeug? Das ist crazy. Was heißt denn, das ist crazy? Ja, das steuert sich wie so ein Flugzeug. Bis auf Territorialsieg stehen alle Siegbedingungen zur Verfügung. Hätten sie nicht segeln können? Was ja, ich bin okay, ja noch bis zu euch gekommen. Aber nicht mehr bis nach ganz euch oben. Mit, mit Abstand, Alter, mit meisten am Abstand. Am Abstand mit... Leute, ja, wir haben alle hier ja. Scheiße. Ich würde mal gerne wissen, was ein Geräusch ist. Oh, so leckere Sachen wie Beef Bourguignon und französische Zwiebelsuppe. Oh, du kannst aber gut Französisch. Konnichiwa. Wie lange schlief Dornröschen, bis die Spindel gesprochen hat? I'll have the bathroom, but you're not in it. Keiner da. Das ist eine Wahl, die du hast. Ja, ist das ein Delfin? Names und Grips. Mama! Mama, Mama! Ey, manchmal ist das aber auch absoluter Bullshit. Ey! Wait! Ach so. Allein. Arabische Nächte. Den zweiten Begriff. Ja. Und der ist Zungenkuss. Was? Was machst du dazu Geräusch? Also. Okay. Ich kann da mit Wörtern jonglieren, das kann ich nicht. Weiter. 1,84 Meter Penalty gefährt. Junge, was? Ja, das kannst du kannst einfach, das kannst deswegen keinen Hass auf einen haben. Das ist unmöglich dann. LOL! Ich bin. Lo. Alter, ich musste halt echt mich gerade. Ich musste gerade zukneifen, da ich nicht lache. Ja, aber wer ist. Er muss ich halt lucky 100 sein. Leute rum. Was ist das? Was? Was war denn das, Jonathan? Ich hab keine Lust. Auf A, oder was? Ja, nein, mein Daumen tut weh. Danke, das tut mir sehr weh. Das ist ja unmöglich, das zu. Ja, es sind natürlich 3569. Alter, ja, wie wir einfach die Steilpässe, Doppelpässe, Hackespitze 1, 2, 3. Scheiße, Alter, ich bin seit Corona noch dümmer. Ich geb einen Fick auf Follower. Meine Abus-Augen schreien. Du dumme Sau. Aber ich habe eine Besprechung. Hä, was? Hier kommt es zu den Nachrichten. Peter hat. Ja, keine Ahnung.
bist du denn? Oh ne, das ist ein Molotow. Ja, wir können aus dem Haus raus. Das spreadet komplett über Holz, ne? Scheiße. Also. Peter! Das ganze Haus ist gleich Rimm. Du musst immer nur dem Rauch folgen. Hatten wir so ein Feuer aufgebaut? Du hast Feuer gemacht, das ist gut. Ey, wir sind schon am Schwitzen. Ist warm. Ein kleines Feuerchen, okay. Oh, ich brenne! Das ist schlecht! Das ist ganz schlecht! Wir sind ins Feuer gelaufen. Ey, kein Feuer, Jetzt kann einer in die Brand gelaufen. Au! Ich brenne! Ich brenne schon wieder! Zuerst ein Feuerlöscher! Jay? Was soll denn das, Jay? Ich wollte auch löschen! Und nun die Wettervorhersage. Wieder eine Kältewelle, ich raste aus. Immer noch Kältewellen. Ein leichtes Gewitter zieht. Leichtes Gewitter? Was ist eingestürzt? Mehrere Gebäude? Was? Hä? Ich hab doch gedrückt, Ich hab auch gedrückt! Hä? Was ist los? Ey! Hallo. Ich hab gerade nicht mal die Hand an der Maus gehabt und der hat den Buzzer einfach als falsch abgegeben. Computer sagt nein. Vielleicht sind wir gerade ultra dumm, vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht. Ich hab keine Ahnung. Das schmeckt richtig beschissen. Das ist schlimm. Ich sterbe auch. Ja. Gerade hab ich gedacht, das wird besser, aber das ist viel schlimmer. Warum muss ich so husten? Da ist ein Husten. Versuche mich in eine schönere Welt zu flüchten in meinen Gedanken. In Afrika. Ne, da werde ich ausgeraubt und erschossen. In Seychellen? Seychellen, das ist schlimmer. Wenn du weißt, dass du da ausgeraubt wirst, wieso fährst du denn? Ja, weil Erlebnisort. Oh, Lachen ist krass. Ja, jetzt schon. Jetzt bin ich mit meiner Zunge gerade über die Lippen gegangen und das ist nichts mal. Das ist nicht mal mehr scharf, ne? Das tut einfach nur noch weh. Es gibt Leute, die nach dem Ding mit dem Krankenwagen abholen müssen. Sagst du jetzt? Ja, natürlich! Boah, das ist ja gar nicht scharf. Au! Das, so fühlt sich mein Mund an, wie das Treppenklung hat. Wieso machen wir so eine Scheiße? Nee. Oh, hier ist eine Kabeltrommel. Warte mal. Ich hab gedacht, das hört sich an, als würde ein Schwein pissen oder so. Und dann waren Schweine am Wasserloch. Und dann ein Schwein im Wasser. Ah, das Schwein jagt mich. Wo hatte das Internet seinen Ursprung? Im Döner-Dreieck in Gießen. Yes. Oh mein Gott. Jonathan, absolut richtig. Das vergesse ich immer wieder. Stimmt. Ihr könnt euch alle auf die andere Seite stellen. Stimmt, mit Maske. Und es könnte sein, dass es... Da mach doch mal ein Stück Fisch da jetzt drauf. Das ja, wir werden hab ich doch ja, auch ein Stück Fisch da drauf. Mach doch mal da jetzt. Was denn? Ich quäl mich doch. Ich bin die ganze Zeit... Du kannst da dran. Ja. Na, ich kann. Wirk weiter. Jeder arbeitet, bis jeder kann. Ich bin da ganz weit weg. Es hat sich so ein kleiner Kampf ergeben zwischen uns, also Hanni und mir, und dem Küchenchef und Inhaber Arne. Denn er hat uns ein Gericht serviert. So, hey, das ist so groß. Und dann habe ich reingeschaut und... Dann meinte ich danach, scheiße, jetzt müsste mich eigentlich schlagen. Es ging so weit, dass wir eben über AirDrop was geschickt haben, so ein Foto, so. Und dann hat er mich bei Instagram angeschrieben mit einem Foto davon. Und dann haben wir im Endeffekt noch ein Brot bestellt, was wir mitnehmen wollten. Und dem Brot lag bei dieses Foto, das er extra ausgedruckt hat dafür. Nur damit ich reingeguckt habe. Saga continues. Also als erstes gibt es einen Riesling und dann gibt es das. Oh mein Gott. Na, das sind die russisch Roulette, nur mit Schokobon. Muss ich nach diesem Schokobon kacken? Ich finde das ein super Slogan, den könnten die mal übernehmen. Kinder Schokobon. Der kleine Kick für zwischendurch. Ente ist toll. Eis. Oh mein Gott. Das wird richtig geil. Grünkohl. Ja. Ich sag das. Ich auch. Das ist wie Spargel. Das stimmt, das ist wie das Spargel. Das ist wie Spargel. Das ist der Spargel des Winters. Wo bleibt das Essen, 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 das Essen, 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 Essen ist da. Willkommen zu, wie kochen wir möglichst viel Scheiße in einem Topf? Breakfast! Ich bin der Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Mein Name ist Freddy, ich bin heute auch dabei. Ich bin der Christian, ich bin auch dabei. Willkommen in der hallenden Küche. Ein bisschen Salz. Knusper, knusper, Knäuschen, mir knabbert an meinem Finger. Meine Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihm! Yeah. Heute habe ich zumindest wieder mal keine Ahnung, was gekocht wird. Heute habe ich wieder keine Ahnung, was ich koche. Wir kochen heute Sauerbraten.
mit Spätzle. Chimichurri, Loaded Chips. Essen de Luca. Gyoza. Bacon Wrap Pesto Pork Tenderloin. Honig gebackenen Camembert mit Pekannüssen auf Linsen-Rucola-Salat mit Apfelscheiben. Wir kochen das, was ihr gerade seht. Gefülltes Lachsfilet. Wir machen Eis. Aber wir machen nicht irgendein Eis. Wir machen Aloe Vera Eis. Hela Gewürzketchup. Kuchen. Wir backen einen Kuchen ohne zu backen. Türkei Sausage Stuffed Acorn Squash. Für Halloween machen wir Grabbelfinger. Wir brauchen nur ein paar Zutaten und das sind die folgenden. Ich habe die Butter vergessen. 100 Gramm von irgendwas. 200 Gramm Watt. Ich habe mir einen ganz kleinen Mini-Kürbis geholt und Acorn Squash hatten sie nicht, also habe ich mich jetzt für den entschieden. Ich hoffe, dass der... Steht auf nicht zum Verzehr geeignet. Mission failed! Kurz auf keinen neuen Kürbis kaufen. Wir brauchen Eier. Und wir brauchen Rotweinessig. Da bin ich mir nicht sicher, der ist schon ewig alt, den wir hier haben. Ist das normal? Ess ich nicht. Puderzucker, dann mache ich mir einfach aus mit dem Thermomix aus dem Puderzucker Zucker. This is big brain time. Aber im Grunde genommen steht da, man kann aus jedem Mehl Spätzle machen. What the fuck? Also das Einzige, wo ich nicht wirklich was mit anfangen kann, ist das hier. Passt mir irgendwie nicht in den Kram. Kleine Dinger. So wie Linsen? Wenn jetzt bloß jemand in einem Zimmer lege und sich selber einschenken würde, würde ich ja direkt mitmachen wahrscheinlich. Und ich sehe so ganz okay aus. Bisschen besser als Mittel. Was? Muss ordentlich Salz rein. Nicht mal anderes für, das dauert sonst 3 Jahre. Schalalalala. Einmal reingesalzen. Puh, Alter, 3 Stunden später und ich mach jetzt die letzten Dinger hier raus. Halleluja, war das ein Akt. Traitor! That's the cutest fucking thing I've ever seen in my life. Das ist so süß. Und das war's mit dir. Ich kann ja auch aussehen, ich kann ja auch selber denken, was ich halt sehe. Hiya! So, jetzt kommen wir wieder zum heutigen Highlight. Teig. Hallo. 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 Marcel Davis, 1 und 1. Hallo. Jonathan okay, Abel. Genius, Motherfucker. Nehmen wir hier diesen Kartoffelstampfer und werden diese Kartoffel smashen. Nicht zu sehr smashen, aber smashen. Da meine Frau keine Chili mag, werde ich jetzt von dieser Chili, also sie mag halt nicht scharf, werde ich von dieser Chili, ja du magst eh nichts Scharfes, nee, deshalb ist ja auch mit, ja ich will. Damn! Kann man da nicht theoretisch so eine Zwiebelflöte draus machen? Okay, haben wir doch schon so ein Exemplar. Gib mir deinen Saft, Gyros, lauf aus, denn dann bist du gleich fertig und dein Fleischsaft geht aufs Gemüse. Germany, 0 points. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Fern. Ja, es kommt so langsam, dass es dann fester wird. That's what she said. Machen wir das. Was soll passieren? Eigentlich geht die in die richtige Richtung. Ne, Rebecca? Ja, Seb. Mensch, das sieht richtig toll aus. Are you sure you're okay? Did you take your meds today? Könntest du dich bitte umbringen? Was war da gerade komisch im Hals? Hä? Naja. Müssen halt? Hi. Ja. Es ist nur die Frage, ob ich die Sachen gut genug sauber gemacht habe oder ob ich jetzt den ultra krassen Winchester rumbekomme. Ich bin ganz ehrlich, das kann man gut essen, aber das ist halt Lachs. Merkt ihr da draußen nicht, was für eine Katastrophe das ist? Der einzige Grund, warum ich so cool geblieben bin und ruhig, weil ich ein ausgeglichener Mensch bin. Hör auf aufzunehmen. He can't call me that and get away with it. Gefertigte Worthülse.
This was once my home. Did your masters not tell you who I was? Ich bin immer noch erstaunt darüber, wie die Amerikaner es schaffen, mit so dünnem Toilettenpapier durchs Leben zu schreiten. Aber damit komme ich auch klar. Das ist quasi ein Selbstbaukasten, das Toilettenpapier bei den Amerikanern. Du musst halt ein bisschen falten, ein bisschen dir was zusammenbauen. Jawohl, moin. Wer ist denn, tu ich doch, Mann? Was hat denn der für eine Superkraft? Links jetzt. Links! Ja, das ist alles nice. So simpel. Rechts? Okay, ich sag jetzt jeden Weg an, ja? Ja, bitte! Okay. Da auch vor allem, wenn Linkskurven kommen und Rechtskurven da kommen, ist keine dann ist das. Junge! Alter, was machst denn du da? Was wo ist denn die Straße? Nur zu fahren! Ja, okay, ich fahr links. Ach du Scheiße. Alter, du kannst doch wohl nach. Du hast doch Augen im Junge, Kopf! Junge, du siehst doch gar nicht, was ich sehe! Ja, eine Kurve. Halt jetzt einfach die Backen und sag, Alter, wenn Kurven fahr du kommen. Doch einfach mal auf der Straße, nicht mal das kannst du. Alter. Jetzt fahr! Halt die Schnauze. Wenn mal, du hast mehr als zwei rote nach Bram geschossen. Ich habe auch noch welche abgeblockt. Nein. Weiß ich nicht, aber ich will auf den Schwingern. Ich rall's einfach nicht. Jetzt habe ich Blockade. Das ist doch scheiße. Kylo Ren. Nee. Ist denn da noch? Das ist eine Figur, die kennen wir auch schon. Ja. Kylo geht. Ich kann ich den aufnehmen und dann Quatsch machen damit? Ja, Presslufthammer gelegt. Ich kann nicht Fahrrad fahren. Du bist echt eine Schande für dein Volk, ey. War weg da. Ich dachte, du bist zu viert. Ich dachte, du bist 16. Dick-Move. Karma, Karma. Wir sind im Tunnel, hier geht's nicht. Oh, fuck. Ich bin doch nicht so häufig hier in den Tunnel gefahren. Habt ihr euch jetzt? Bei dir? Ja, jetzt nicht mehr. Hier ist einer von denen. Oh mein Gott. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Scheiße. Boah, das ist die Ich werd dumm Musik. Yep. Warte mal. Warte, Freddy, Leute. Ich hab doch Ready gedrückt gehabt. So, Map 2, auch Hole in One, vom gleichen Hersteller. Nur diesmal im Ice-Team. Wow, mega. Alter. Peter, was hat denn? Ich weiß auch, wie ich die Musik aushabe. Ist toll. Vielen Dank, sowohl fürs Einspringen als auch fürs planmäßige Mitmachen. Das ist ziemlich fett. Und was auch fett ist, ist wir. Ja. Lass mich gar nicht triggern von Brams Trash-Scheiße okay, da. Alles ja, klar, so ein bisschen. Komm, dann kann er Chris. Das kann er nicht! Bin da! Wer noch? Au! Hi. Nice. Du musst aber dich jetzt als jemand anders verkleiden. Gott, was tust du? Es ist der gleiche wie du! Nein, doch. 4, 5. 4, 6. Hirsch 5. Hirsch 6. Yes! Hirsch 5. Also Ausschlag. Und Ton funktioniert auch. Ha! Wichtiges Utensil bei Pizza mit Koch ist natürlich das hier. Wie komme ich denn hier wieder am besten raus? Fuck this shit, I'm out. Hab ich gesehen? Eine kaputte Toilette. Das hat aber irgendwen nicht davon abgehalten, sie zu benutzen. Igibt. LOL! Hallo? Ja, das ist ja sogar noch aktiv. Wo geht denn das jetzt hin? Aber was passiert denn, wenn wir jetzt hier durchgehen, Peter? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Bleib du mal hier. Ja, stimmt, du kannst ja zurückkommen. Ich bleib trotzdem hier. Ja, ne? Na, weg, Mann. Was ist denn jetzt für eine Trickserei? Die Tapete ist auch weg. Bist du da gerade so quer über die Strecke gebullert? Oh, oh. Mayonnaise, Peter! Oh. Der ist Justiz-Christian, ne? Einer hat hier schon gehackt.
Ja, dann mal schneller, Peter. Riesing Peter. Zick. Mehr als Australien. Bei Afrika Jade. Ja, weißt du, also es ist kein Anstarrwettbewerb, man darf ja blinzeln, ne? Ja, also, ja, nee, auf jeden Fall, ja. Es geht nicht darum, wer zuerst blinzeln muss. Eigentlich muss man immer bereit sein. Okay, das ist doch viel besser. Das ist doch richtig, das ist irgendwie... Are you okay? You're welcome. Meine Gedanken sind frei. Oh, ich hab mich selber verwirrt. Was ist das denn? Ah! Männlicher Schrei. Männlich Jay. Ah! Man sieht deinen halben Po. Halt mal richtig rein. Mein halben, warte mal. Und also Augenbrauen-Extensions. Sieht man den Po jetzt noch besser, wenn ich jetzt so mache vielleicht? Ja, aber du solltest nicht runterziehen. Fang, du musst noch ein bisschen. Nein, ihr müsst noch ein bisschen. Ihr seid nicht. Bisschen weiter in der Mitte. Weiter in der Mitte? Ja, Sam auch. Wir haben drei verschiedene Größen jetzt. Das seht ihr von da. Meine Hose ist aber nicht so eng. Meine Hose ist ein bisschen locker. Habt ihr auch gefurzt? Immer. Das fällt doch jetzt gar nicht auf. Aber ich hab da ja mal die Frage, weißt du, wir werden ja dann Stroll Senior, aber wann kommt denn der Punkt, wenn Junior sich Senior nennt? Erst wenn Vater tot ist? Ja, der Regel kriegt gar keine Punkte, weil der bei Aston Martin fährt. Ja, dann ist er ja Medium Senior, nee, wie heißt das denn? Ja, das heißt dann Senior und der Alte heißt dann nicht mehr Senior, sondern der Alte ist dann raus. Er nennt überhaupt sein Kind genau so wie sein Sohn, also. Oh no! Ich muss die Augen zumachen. Ich bin Jesus. Ich kann mal Wasser färben. Ich hab doch zweimal Q gedrückt, damit er halt das Abbrechen ablädt. Okay, ich sehe auch nur das, was ich höre. Komm, wir landen direkt auf der Autobahn. Ganz langsam, ganz langsam. Gelandet! Credits! Vielen Dank an Fanny Drakon. Fanny Drakon? Fanny Drakon? Weil er so lustig ist, nur mit PHANI geschrieben. Oh. Los geht's. Ah. Peter und Erik sitzen auf einem Baum. Hör mir mal zu! Ich hatte einen Traum. Wir holen mal Leute zusammen. Sepp, Chris, Jay und auch Brammen. Ich frag dann noch Funk und Mori und Heider und Mickel und Fischi. Natürlich ist Pan auch mit dabei. Ich hab gehört, die isst auch fauliges Ei. Da mit der Stich dran. Ja klar, angemacht. Wir spielen gemeinsam ein paar Spiele. Zuschauer gibt's da sicher sehr viele. Die tun dann Geld in den Pott. Ich glaube, dann kommt da ganz flott eine Menge Geld zusammen. Dass wir dann aber nicht auf den Kopf hauen, Bram! Oh, 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 also jetzt ist das legal. Wir spenden das Ganze an Leute, die es dringend brauchen noch heute. Und weißt du, wie wir das dann nennen? Ich glaube, du wirst dafür brennen. Friendly Fire! Es wird jedes Jahr noch viel geiler. Friendly Fire! Zusammen mit Nancy und Andy
wird das doch ne Riesengaudi. Wir machen das dann jedes Jahr. Das wird sicherlich wunderbar. Ja, 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 Friendly ja. Friendly Fire. Einfach ne Riesenfeier. Friendly Fire. Friendly Fire. Vielen Dank für die vielen Spenden. Wird das hier wohl jemals enden? Nein. Ich glaub eher, wir werden hier alt. Was? Und sehen uns hier wieder ganz bald. Friendly Fire. Einfach ne Riesenfeier. Friendly Fire. Wir treu zusammen wollen wir feiern. Friendly Fire! Mit euch zusammen wollen wir das feiern. Raus, oh. Ne, was eine Veranstaltung. Ja.